Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Besser gesagt, schönen guten Abend. Heute gibt es nämlich ein Unboxing-Video der Juwelkerze. Das ist eine spezielle Kerze und zwar eine sogenannte Juwelkerze. In jeder dieser Kerzen befindet sich ein Schmuckstück, wie man sieht, in Silberpapier eingepackt. Und das werden wir jetzt zusammen auspacken. Bis gleich. So, ich werde jetzt erstmal Licht. Moment. So, erstmal brauchen wir mehr Licht. Das ist eine Juwelkerze. Die bekommt man bei www.juwelkerze.de. Die ist in einem Glas verpackt und Juwelkerze heißt sie nicht einfach nur, weil der Name so schön ist, sondern weil in jeder dieser Kerze ein Schmuckstück ist. Man kann auswählen Kette, Ringe, Ohrringe, Anhänger oder... ja, das war's. Das ist die Winteredition. Die haben auch noch einen Deckel. Ich habe es jetzt mal ausgemacht und hier hingestellt, weil im Flur hängt der Rauchmelder. Das ist die Winteredition. Jawohl. Kann man dann auch noch einen Deckel drauf machen. Und ich habe mich für eine Kerze mit einer Kette entschieden, wie man sieht. Ist jetzt noch recht warm. So. Und da ist, wie gesagt, eine Kette drin. Es war jetzt anders geplant. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie so schnell abbrennt. Also sie hat jetzt ungefähr 20, 25 Stunden gebrannt. Liegt jetzt aber auch daran, dass ich sie mal vergesse auszumachen, weil mit Kerzen habe ich nicht so... Und ich habe sie auf dem Flur zu stehen, weil es eine Duftkerze ist. Und zwar der Duft. Na. Ach, komm her hier. Eisfrüchte. Habe ich mich entschieden, weil... Wintergedöns und alles mag ich nicht. So. Jetzt habe ich mir schon mal ein Zebra zurechtgelegt und eine alte Pinzette. Eine alte Pinzette ist es einfach, um dieses hier mal rauszuholen. Und das werden wir jetzt tun. Es ist in Silberpapier verpackt. Und ja, es ist noch heiß, weil ich habe es ja gerade ausgemacht. Aber aus dem festen Wachs rausziehen wollte ich es jetzt auch nicht. Ich stelle es jetzt mal dahin. Und dann packen wir das gleich mal zusammen aus. Ich habe mir jetzt nebenbei mein Handy mal geholt. Und auf der Homepage www.juwelkerze, das... blende ich jetzt hier unten nochmal ein, kann man nämlich auch den Schmuckwert entdecken, weil in jeder Kerze befindet sich ein Schmuckwert im Werte von, also ein Schmuck im Werte von 10 bis 250 Euro. So. Und deswegen, hier ist ein Code mit bei, falls man den irgendwann mal rausbekommt hier. Und den kann man dann auf der Homepage eingeben und dann kann man den Schmuckwert sich ermitteln lassen. Ob da jemals eine Kette, ein Ring oder sonst irgendwas im Werte von 250 Euro bei ist, wage ich zu bezweifeln, aber ist auf jeden Fall alles echt Silber, also 925er Sterling Silber. Und ich finde das eigentlich eine ganz nette Idee, weil so ist es nicht einfach immer nur Kerze abbrennen und wegschmeißen, so hat man noch was davon. Also wie man sieht, ist es wirklich gut eingepackt hier. Es ist wirklich eine Fummelarbeit. Deswegen auch Zebra drunter legen oder irgendwas dergleichen. Im Hintergrund befindet sich übrigens meine verkorkste Orchidee, wie man sieht. Ich weiß nicht, mir hat immer noch keiner gesagt, wie viel Wasser die Teile eigentlich brauchen. Und ich glaube, ich habe sie einfach ersoffen. So. Jetzt sind wir der Sache schon näher, wenn man das... Wenn man das hier, ach du Scheiße, Alupapier abpackt, findet man so ein kleines Plastiktütchen. Da sieht man auch schon 925er Sterling Silber und auf diesem befindet sich dann der Code, den man ins Handy eingeben kann. Handy habe ich jetzt hier schon neben mich gelegt. Es ist aber wirklich eine Sauarbeit. Also hier ist eine Kette drin. Ja, wie man sieht,
super gut verpackt, dass auch das alles hier, ja, vielleicht hätte man sich auch, ach, es geht so. Gut. Das ist natürlich eine, oh, aber schön, schöne Kette. Man weiß natürlich nicht, welche Kette sich da drin befindet, ne? Das ist ganz klar. Man hat den Überraschungseffekt, aber ich sehe schon, sie glitzert so ein bisschen in sich. Und das finde ich sehr gut. Natürlich das Wachs von den Händen hier abmachen. Der Schmuck befindet sich immer ungefähr im obersten Drittel der Kerze. Ja, also wie man sieht, er war jetzt hier hinten drin. Ist noch so ein Schleifchen dabei. Und hier, wie gesagt, Juwelkerze. So, das ist eine Kette. Oh, die ist wirklich schön. Also die ist wirklich schön. Ist auch immer das Gute. Na, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier sieht. Sie ist nicht zu protzig, sie ist dezent. Mit einem kleinen Anhänger, wenn er es jetzt fokussieren würde. Ja, naja, geht so. So, hier, ne? Also es ist wirklich eine schöne Kette. So, hier befindet sich jetzt der Code und den geben wir jetzt mal hier ein. Lieber Kunde, leider haben zurzeit noch nicht alle unsere Produkte. Oh. Ach du meine Güte. Okay. 200 21 4 0 0 3 4 5 1 6. Und dann wollen wir mal. Und jetzt ermittelt er den Wert. 40 Euro. Also das finde ich völlig legitim. Ja, also 40 Euro finde ich super, weil die Kerze hat 34,95 gekostet. Und ja, ich hatte noch einen Rabattcode, weil sonst hätte ich mir die eigentlich auch gar nicht bestellt. Und bei rausgekommen ist das. Das muss man denn hier noch abschneiden. Hier steht es auch nochmal drauf, 925er Sterling Silber. Also, ich würde sagen, das hat sich doch gelohnt. Na, so. Jetzt mal kurz die Erklärung gewesen zur Juwelkerze und das war mal was anderes. Wir sehen uns.